Ja, Shalom und Gottes Segen, willkommen zu einem weiteren Video, in dem ich heute nochmal darauf eingehen möchte, was ich am Freitag, dem 30. Juli, erwähnt habe im Livestream. Da ging es ja um das Thema das Unwetter der Endzeit. Was will Gott uns damit sagen? Und die Livestreams dauern ja meistens so 1,5 Stunden. Und ich weiß, dass nicht jeder sich die Zeit nimmt oder die Zeit hat für solche langen Videos. Deswegen heute nochmal die kompakte Zusammenfassung von 7 aktuellen Vorwarnungen der Endzeit, sozusagen Schatten der Apokalypse. Und wir fangen auch direkt mit dem ersten Zeichen sozusagen an, nämlich große Hitze. Am 12. Juli wurde berichtet, Hitze in den USA, mehr als 53 Grad, apokalyptische Szenen, extreme Hitze und Waldbrände. Das geschieht nicht nur in den USA, das gab es auch schon in Australien, nimmt auf jeden Fall zu, weil die Hitze zunimmt. Das wird auch prophezeit in Offenbarung 16, Vers 9, da heißt es: Und die Menschen wurden versengt von großer Hitze und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen. Und so versucht man heute irgendwelche Techniken zu erfinden, um irgendwelchen Katastrophen entgegenzuwirken, aber Gott sucht man nicht und deswegen wird man noch nie zu einer wahren Lösung gelangen. Zweitens, blutrote Flüsse. Auch das geschieht in globalem Ausmaß. Ein Beispiel wollen wir uns anschauen, auch wenn schon knapp 5 Jahre her ist. Am 8.9.2016 wurde berichtet, russischer Fluss färbt sich blutrot. Zurzeit bietet der Fluss, der die Stadt durchfließt, einen geradezu apokalyptischen Anblick. Seit Dienstag leuchtet das Gewässer in einem kräftigen Rot. Und auch das ist nicht ein Einzelfall, wie gesagt, und wird auch in Zukunft noch geschehen. Und wir schauen uns dazu mal an, was geschieht, wenn die zwei Endzeitpropheten auftauchen, über die ich ja auch schon das ein oder andere Mal gesprochen habe. Da ist es in Offenbarung 11, Vers 6 und Kapitel 16, Vers 4. Und sie, die beiden Endzeitpropheten Gottes, haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Und der dritte Engel goss seine Schale aus in die Flüsse und die Wasserquellen, und sie wurden zu Blut. Auch hier sehen wir in der Tat, dass auch wenn sich das merkwürdig anhört für viele, wenn man das im Fernsehen sieht, es gibt leider auch viele Fake-Berichte, wo es nicht irgendwie blutgefärbt ist, sondern einfach mit Photoshop nachgemacht wurde. Da muss man natürlich aufpassen, aber es gibt, wie gesagt, NTV, kein Verschwörungskanal, natürlich auch richtige Zeichen, wo richtige rote Flüsse zu sehen sind. Wir kommen zum dritten Zeichen, nämlich große Hagel. Auch da ein relativ aktueller Artikel. Am 27. Juli wurde berichtet, neue Unwetter auch in Bayern. Italiener flüchten vor riesigen Hagelkörnern. Dort fallen Eisbrocken so groß wie Tennisbälle vom Himmel. Ja, und auch das sind natürlich auch keine schönen Bilder, gerade nicht, wenn irgendwelche Kinder solche großen Eisbrocken oder riesige Hagelkörner auf den Kopf geknallt bekommen. Aber auch das wird prophezeit und wird noch zunehmen im größeren Ausmaß, denn wir lesen in Offenbarung 16, Vers 21. Und ein großer Hagel mit zentnerschweren Steinen kam aus dem Himmel auf die Menschen herab. Und erneut, die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war. Also egal, ob die Hitze zunimmt, ob Plagen in dem Fall kommen von Hageln, egal was passiert, die Menschen sind am Ende der Zeit so verführt, sie suchen alles Mögliche auf, aber nicht Gott und die Bibel. Wir kommen zum vierten Zeichen, große Erdbeben. Und da schauen wir uns einen Artikel an vom 23. November 2017. Da wird Folgendes berichtet: Forscher warnen, Zunahme starker Erdbeben steht bevor. 5- bis 7-jähriger Phase mit erhöhter Erdbebenaktivität. Die Forscher warnen vor einer 25- bis 30-prozentigen Zunahme starker Erdbeben. Der Artikel ist vom Jahr 2017, 5 bis 7 Jahre, das heißt bis 2024 gehen die Forscher davon aus, werden die Erdbeben noch zunehmen und auch stärkere, größere Erdbeben werden sich einstellen. Das geschieht vor allem in der Drangsal, wenn laut Bibel zum größten Erdbeben es dann kommen wird, das es jemals gab. In Offenbarung 6, Vers 12 und in Kapitel 16, Vers 17 heißt es: Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe,
ein großes Erdbeben entstand. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein großes Erdbeben geschah, wie es dergleichen noch nie gegeben hat, seit es Menschen gab auf Erden, ein solch gewaltiges und großes Erdbeben. Und dieses Erdbeben, wie gesagt, wird in der großen Drangsal zwar noch kommen, aber wir werden sehen, wie sich die Erdbeben auch weiterhin zunehmend entwickeln werden, wenn diese Forscher recht haben. Und das sehen wir aktuell ja auch auf vielen Grafiken und Tabellen, dass das der Fall ist. Kommen wir zum fünften Zeichen, diverse Wasserkatastrophen. Am 18. Juli wurde berichtet, Hochwasser in Nordrhein-Westfalen, apokalyptische Bilder. Die Gesamtzahl der bestätigten Todesopfer erhöhte sich auf 156. Natürlich mittlerweile bedauerlicherweise sind es noch mehr Todesfälle, die dazugekommen sind. Aber diese Hochwasser in Nordrhein-Westfalen versucht man bereits mit einem apokalyptischen Szenarien irgendwie in Verbindung zu bringen. Aber das sind keine apokalyptischen Bilder in dem Falle, denn das, was in der Drangsal geschieht, das ist wesentlich schlimmer als das, was wir in Nordrhein-Westfalen gesehen haben, auch wenn es natürlich sehr schlimm ist. Es ist immer schlimm, wenn Menschen sterben. Offenbarung 8, Abvers 10. Da heißt es ebenfalls, was geschieht, unter anderem nicht nur mit Überschwemmungen, sondern auch Folgendes mit den Gewässern. Und der dritte Engel stieß in die Posaune. Da fiel ein großer Stern vom Himmel, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen. Und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut, und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Auch heute ist natürlich die Trinkwasserversorgung in diesen Hochwassergebieten sehr schwierig, und teilweise kann man auch da natürlich kein Wasser trinken. Genauso wird es aber auch sein, wenn irgendetwas auf die Erde fällt, zum Beispiel irgendein Komet oder irgendwas anderes, was die Gewässer vergiftet. Und das hat natürlich enormen Einfluss global auf die Menschheit dann. Das sechste Zeichen, Seuchen. Am 2. Mai wurde berichtet, wann hört Corona endlich wieder auf? Wann ist diese Pandemie wieder vorbei? Wenn alle geimpft sind oder müssen wir mit Corona leben lernen? Wir sehen also, was für einer Zeit wir schon leben. Das hätte vor 3-4 Jahren wahrscheinlich auch noch keiner für Möglichkeiten so schnell, dass man sich die Frage stellt, muss man alle impfen? Da stellen sich ja einige Politiker. Und müssen wir mit einer Seuche praktisch leben lernen? Das würde bedeuten, dass wir schon in der Endzeit wären, denn Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 7, es werden hier und dort Seuchen geschehen. Hier und dort, und zwar im globalen Ausmaß, das sehen wir bereits heute. Das siebte und letzte Zeichen, auch wenn es noch mehr gibt, sind die Heuschreckenplagen. Da schauen wir uns einen Artikel an vom letzten Jahr. Am 23. März wurde berichtet, 2020, biblische Plage. Millionen Heuschrecken fressen Horn von Afrika kahl. Ein Schwarm verzehrt an einem Tag so viel wie 35.000 Menschen. Und das führt natürlich zu etwas, was Jesus auch prophezeite, nämlich dass es hier und dort auch Hungersnöte geben wird. Und auch wenn diese Heuschreckenplage natürlich sehr schlimm ist, ist auch das nichts im Vergleich zu dem, was in der Drangsal kommt. Denn da werden wir es ganz mit ganz anderen übernatürlichen himmlischen Heuschrecken zu tun haben, die ebenfalls den Willen Gottes vollbringen. Und das, na, man würde sagen, heute ziemlich brutal. In Offenbarung 9, Abvers 3 steht geschrieben, und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde, und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten. Also sie sollen nicht das ganze Gras kahl fressen, weil es keine wirklichen Heuschrecken sind, wie in diesem Artikel, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihren Stirnen haben, denen sollen sie Schaden zufügen. Und die Heuschrecken hatten Haare wie Frauenhaare, und ihre Zähne waren wie die der Löwen, und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Getöse ihrer Flügel war wie das Getöse vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen. Dass es sich hier nicht um normale Heuschrecken handelt, wie die in Afrika irgendwie ja, zur Plage geführt haben, das wird hier sehr schnell deutlich. Man könnte sagen, es sind Engel, die den Willen Gottes in der Tat vollbringen. Die das Siegel Gottes nicht haben, die werden sehr schnell zu spüren bekommen, was das heißt, gegen Gott zu rebellieren.
Das waren also diese sieben Zeichen, aber Gott will uns natürlich damit auch aufrufen, Buße zu tun und zu ihm zurückzukehren, bevor es zu spät ist, bevor wir sterben oder bevor Jesus zurückkommt, weil dann wird gerichtet. Wir lesen aber dazu, was wir machen können, was jedes Land, jeder Mensch machen kann. Im 2. Chroniken, Kapitel 7, Vers 13, ihr kennt die Verse hoffentlich. Wenn ich den Himmel verschließe, spricht Gott, so dass es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen, oder wenn ich eine Pest, eine Seuche unter mein Volk sende, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht, und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das hat jedes Land nötig. Kein Land ist perfekt, weil kein Mensch perfekt ist. Und deswegen muss jedes Land und jeder Mensch auch gerettet werden durch das Werk, das Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat. Deswegen lasst euch nicht verführen von gottlosen Nachrichten, die irgendwie darin jetzt schon denken, die Welt geht bald unter. Die Welt wird nicht untergehen, denn Jesus wird auf dieser Erde für 1000 Jahre herrschen. Und deswegen erkennt die Zeichen der Zeit, denn eins steht fest, die Wahrheit kommt ans Tageslicht und das war und ist und bleibt in aller Ewigkeit der Sohn Gottes und Richter der Welt, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.